So, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge Transportfieber auf der Bodensee-Map. Und ich würde sagen, bevor wir die Mitfahrt machen, bauen wir die Strecke hier noch zu Ende. Obwohl, die ist ja zu Ende, fällt mir gerade auf. Ich wollte doch nur die vier... Gut, da habe ich in der letzten Folge Quatsch erzählt, wir wollten ja gar nicht die weiterführen. Gut, dann können wir erstmal noch die Linie benennen. Das ist RE Konstanz. Was ist das hier hinten? S. So. Gut, um die Busse kümmern wir uns danach dann um die letzten. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Und fahren eine Runde mit. Was haben wir hier? Haben wir hier Kameras zur Auswahl? Sieht nicht so aus. Schade. Nehmen wir das. So, vor, dass die Audio doch jetzt ganz schön leise. Stellen wir mal wieder eins höher. So. Da sind wir auch gleich schon am ersten Bahnhof. Doch, ich glaube, das gefällt mir doch hier direkt mit dem Hügel links und rechts und dann direkt in den Tunnel rein. Ich glaube, das gefällt mir doch vom Tunnel in den Tunnel doch eigentlich ganz schön. Mal gucken, ob wir hier Führerstand mitfahren. Nee, gehen wir nicht so richtig rein. Ah nee, dann bleiben wir vorne. So, ja, dann würde ich sagen, danach kümmern wir uns mal noch jetzt um den Busverkehr weiterhin. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Schön, ruhig und gemächlich. Wir haben Zeit. Keiner hetzt uns. Ich würde mich jetzt die ersten 2-3 Folgen auch wahrscheinlich erstmal auf den Personenverkehr konzentrieren. Das war dann ein bisschen später erst dann mit den ersten Güterzügen weitermachen. Also ich würde jetzt die Strecke nochmal dann quasi ergänzen. Und noch eine neue Strecke. Und jetzt hier geht's durch die Stadt durch. Aussteigen. Nein, das wollte ich so nicht. Sehr, sehr schön. Und ab geht's in den Bahnhof. Zu schnell. Vor. Warte mal hier. Müssten doch dann aber auch so langsam. Ja, die ersten kommen. Gucken wir mal, ob da auch welche aussteigen. Weiter geht's. Also haben wir Rückzug dann vielleicht sogar dann schon die ersten Fahrgäste auf der Strecke. Ich würde dann die Geschwindigkeit auch erstmal eine Stufe ein bisschen hochstellen. Oh, hier müssen wir nochmal mit dem Pinsel ein bisschen arbeiten. Hier so mittendrin Gras, das gefällt mir glaube ich nicht. Obwohl es ja auch realistisch ist, dass du, dass man halt zwischen den Zügen ein bisschen Bewuchs hat, aber hier auf dem Bahnhof auf jeden Fall nicht. Das müssen wir auf jeden Fall dann noch mitmachen. Ja, hier sind auch schon die ersten Fahrgäste, super. Also die Rücktour bringt uns schon ein bisschen was an Fahrgästen und ein bisschen Geld. Sehr schön. Gut, 14 Stück. Wir machen hier auch direkt mal mit dem Bus weiter. Hier würde ich Kinder erstmal so eine große Plattform bauen.
Linie. Ach so, habe ich auf die falsche Seite gebaut. Ah, ich. Jetzt passt es. So, Moment, jetzt müssen wir nochmal kommen. Wir fahren so. Ne, wir machen das mal. Jetzt so, 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 so müssen wir fahren. Gut. Aber nach 2 machen wir mal so. Gut, dann ist das hier Bus. Beto. Achso, ne. Gut, Depot. Da können wir das hier nehmen. Da können wir das hier nehmen. Machen wir 3. Perfekt. So, was sagt denn hier unser Zug? 15 Fahrgäste haben wir schon. Konz, dann Konz. Tanz. Hauptbahnhof. So war die Abkürzung, ne? Gut, hier haben wir auch schon die ersten Fahrgäste. Dann fehlt hier jetzt nur noch. Wo hier eigentlich der ganze. Ne, machen wir erstmal keine Busse. Das lohnt nicht. Aber hier. Ist halt die Frage. Fangen wir den. Machen wir das so. Und wir gucken auch schon mal nach der Straße. Busspur, ja. Ach Mann, dieser Autosave. Hab natürlich nicht dran gedacht. So, dann Straßen. Ja, wo waren das? Gute Werkzeuge. Man Kreisverkehre ja später bauen oder was? Müssen wir das so machen? Naja, sieht jetzt nicht schön aus, aber ist selten. Müssen wir dann auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gucken. Also verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum wir da. So, da haben wir neue Fahrzeuge. Naja, nicht schön, aber selten.
Schröder. So, dann ist das hier Bus. Bus Berlin. Ich würde es erstmal lassen. Also optimieren und so, das können wir später dann immer noch machen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir hier die Passagiere zu den Bahnhöfen kriegen. Dass wir hier relativ schnell Gewinn machen. Wie viel bringt der denn hier? 10 Stück. So, wie kann man hier jetzt weiterfahren? Ich würde glatt das hier so ein bisschen vielleicht als Umschlagsbahnhof, als Knotenpunkt nehmen. Vielleicht hier so der Bogen. Oder wollen wir doch erstmal weiter geradeaus fahren? War jetzt hier. Wo würden wir hier einen Bahnhof hinkriegen? Hier so, so mitten ins Feld geklatscht. Für die Strecke hier durch den Wald. Fährt einmal quer hier durch. Gut, das haben wir. Maisfeld oder was auch immer das hier ist, nachzeichnen kann.
So würde ich sagen, passt das doch. Gut. So, und wie machen wir das hier? Wo machen wir den Bahnhof 4 hin? Und jetzt den Bahnhof hier als Kopfbahnhof hier hinsetzen. Machen wir Hochgeschwindigkeitsgleise. Ja, neue Busse, schön. Und neuen Zug. Bahnhof jetzt hier hinsetzen. Da kriegen wir aber auf jeden Fall noch ein paar Gleise daneben. So würde ich das lassen. So, dann könnten wir hier so ein bisschen erst an der Straße lang. Hier, wo da wird einfach schon ein neues Gleis gebaut. Obwohl. So, Überlandstraße. Ach, dieser Autosave. Na los. Weiter geht's. So, würde ich als erstes den Zug, glaube ich, einsetzen. Ah, die Strecke läuft auch so langsam an, würde ich behaupten. Wir setzen jetzt erstmal hier noch ein zweites Depot hin. Das reißen wir aber. Da setzen wir das dann hier unten hin. Dann setzen wir das hier hin. So. Linie. Jetzt hier nicht eingezeichnet. 2, 4. RE Pro und Horn noch Konstanz. Achso, warte mal. Ah, okay. Zu irgendwelchen Gründen. Gut, so, jetzt passt es wieder. Fahrzeuge kaufen. Elektrisch. Na wohl, vielleicht. Ja, doch. Nehmen wir die. Und als Waggons nehmen wir mal die kleineren.
Die machen wir noch groß. So, aber ich würde sagen, an der Stelle beenden wir die Folge. Das passt genau. Dann machen wir die Mitfahrt auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und lasst doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.